Ja, für die Sommermonate haben wir uns vorgenommen, dass wir zu unserem Vlog hin und wieder abwechseln und Gedichte bringen. Ich bekomme ja viele Gedichte zugeschickt, immer wieder von allen möglichen Menschen aus dem ganzen Land, und das freut mich immer sehr, und die sind auch immer sehr spannend. Also hier ein Gedicht zur Inspiration von einer Mitarbeiterin aus dem Institut für praktische Theologie. Wir hatten eine Diskussion über die Weiterentwicklung des Religionsunterrichts. Da waren wir uns beide einig, es braucht hier Weiterentwicklung. Wir waren uns noch nicht einig, wie die ausschauen sollte. Ich bin der Meinung, es bräuchte ein gemeinsames Fach für alle Ethik und Religionen. Und hier sind wir im Austausch, und sie schickt mir ein E-Mail mit dem Betreff Bäume umarmen, Himbeeren pflücken und ernsthafte Gedanken anstellen. Vergesset nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam. Wir steigen Berge, pflücken Himbeeren, lassen uns tragen von den vier Winden. Vergesset nicht, es ist unsere gemeinsame Welt, die ungeteilte, ach, die geteilte. Sieh diese Welt, die uns aufblühen lässt, die uns vernichtet, diese zerrissene, ungeteilte Erde, auf der wir gemeinsam reisen. Das sagt die Rose Ausländer, die Autorin des Gedichtes. Ja, schöne Grüße hier vom Sonnenkopf. Einen inspirierenden Tag wünsche ich dir.